Strahlender Sonnenschein empfing die Teilnehmer des 8. Dessau Walking Tag am Sonntag im Dessauer Greifzustadion. Circa 200 waren gekommen, um gemeinsam in die Laufsaison zu starten. Zunächst konnte man beim Gesundheitscheck überprüfen lassen, ob ein flotter Marsch durch den Vormittag überhaupt angebracht war. War das erledigt, ging es an die Überprüfung der Ausrüstung. Da sich der Walking Tag nicht nur an Profis, sondern auch an komplette Laufneulinge richtete, war Karstadt Sport mit einem Stand vor Ort und versorgte diese kostenlos mit Leihstöcken. Nach einer kurzen Schuheinlage der Cheerleader des SV Dessau 05 begrüßte Sportdirektor Ralf Hirsch die Läufer und dann hieß es Stöcke in die Hand und erst einmal erwärmen. Denn das ist ebenso wichtig wie die richtige Technik beim Laufen, die dafür sorgt, dass nicht nur die Beine, sondern der gesamte Körper trainiert wird. Dann ging es auf die 5 und 10 Kilometer lange Runde durch den Dessauer Tiergarten und da wird man ab sofort wohl wieder öfter Walker zu Gesicht bekommen.